Berliner Rap-Übervater, Journalist und seit neuestem Tierschutzaktivist. Markus Steiger ist bei Eine Stimme. Hallo. Hallo. Ja, nee, ich bin kein Tierschutzaktivist. Bist du nicht? Nein, ich bin ja Journalist. Ich habe nur Tierschutz begleitet. Ah, okay. Wir sind in der Hühnerfarm eingestiegen einmal, nachts, und haben Freilandhühner begutachtet und dokumentiert, wie die leben. Und wir haben versucht, Lebendrupf in Polen zu filmen, da werden Gänse lebendig gerupft. Das kann ja vielleicht doch die Haltung gegenüber jetzt sowas wie Nahrung oder Hühner im Speziellen verändern. Auf jeden Fall. Ich esse keine Hühner mehr. Wirklich? So schlimm? Ja, ich esse auch keine Eier mehr. Also wir haben eine Bekannte, die hat eigene Hühner, die bringt uns jetzt jede Woche 10 Eier vorbei. Das finde ich ganz, ganz angenehm. Aber also so Industrieeier würde ich nicht mehr essen wollen. Wir haben in vielen Interviews jetzt darüber gesprochen, dass sozusagen politische Entscheidungen auch über Konsum getroffen werden. Findest du das richtig? Ja, das wäre schön, aber es funktioniert nicht. Natürlich kannst du dich informieren, natürlich kannst du dich bewusst ernähren und du kannst dich natürlich kaputt machen und versuchen wirklich, das über den Konsum zu steuern. Die große Masse hat nicht die Geduld, sie hat vielleicht auch nicht die Ausbildung, sie wird nicht ermutigt. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel sage, okay, wie möchte ich, dass meine Eier hergestellt werden? Und ich habe diese Möglichkeit, mir das anzugucken, also wirklich die Bilder zu sehen, wie diese Tiere gehalten werden. Ich glaube, 90% der Leute würden sagen, okay, nee, so will ich nicht, dass meine Eier hergestellt werden. Dann stellt sich die Frage, brauchen wir überhaupt so viele Eier? Ja. Na, also wie viel Konsum brauchen wir denn überhaupt? Das sind alles Sachen, die kann man ja aber diskutieren. Diese Sachen werden nicht diskutiert. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute auch wirklich sagen, hey, so, warum soll ich mich überhaupt einmischen? Es ändert sich ja doch nichts. Hat schon auch was damit zu tun, dass immer mehr Entscheidungen hinter verschlossenen Türen also wieder gefällt werden. EU-Rettungspakete. Da sind noch nicht mal mehr die Parlamente eingeschaltet gewesen. Das, was du gerade so als Eingrenzung von Entscheidungsfreiheit beschrieben hast, gilt das auch für Parteien? Du bist ja einer derjenigen, die tatsächlich, glaube ich, auch dafür plädieren, dass es mehr Alternativen gibt oder ein breiteres Meinungsspektrum in der Politik. Ja, erstens das, aber zweitens halte ich von dieser parlamentarischen Demokratie tatsächlich nicht mehr so allzu viel. Die Möglichkeit, einmal zu wählen und nach 4 Jahren darüber zu bestimmen, ob derjenige bleiben darf oder nicht, ist nicht die Art von Mitbestimmung, die ich gerne hätte. Also ich bin mittlerweile doch auch ein großer Freund von so etwas wie Basisdemokratie und direktem imperativen Mandat. Wenn man diese Volksvertreter wählt, wählt man die mit einem direkten Mandat. Also du hast das und das zu tun. Wenn du es nicht tust, wählen wir dich wieder ab. Gehst du wählen? Dank Christian Schröbele gehe ich tatsächlich wählen. Ich habe mir das neulich nochmal überlegt. Ich bin immer wählen gegangen und ich habe mich immer scheiße danach gefühlt. Wirklich? Ich bin rausgegangen und habe gedacht, Mann, ey, jetzt schon wieder irgendwie dann doch diesen Idioten da meine Stimme gegeben. Ich habe mich immer scheiße gefühlt. Du hast ja mit vielen Leuten zu tun gehabt, mit vielen jungen Männern zu tun gehabt. Ne? Ja. So, und die sozusagen eine gewisse kreative Kraft haben, vielleicht aber auch viel destruktive Kraft in sich haben, weil sie nicht wissen, was sie mit sich anfangen wollen. Kannst du mal beschreiben, wie die Welt, also sozusagen aus der Perspektive aussieht? Na doch, ich habe ja ein Buch mit Bushido geschrieben. Ich weiß schon, wie diese Welt aussieht. Da geht es ganz viel um Gefühle. Also wenn wir jetzt über Migranten reden, dann geht es ganz viel um das Gefühl, nicht gemocht zu werden. Mhm. Ja, nicht willkommen geheißen zu werden, einfach nicht akzeptiert zu werden. Ich mache jetzt auch ganz viel in der Flüchtlingsarbeit. Und so wie Deutschland halt eben Zuwanderer behandelt, Flüchtlinge behandelt, ist es selbst unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten dumm. Das sind Leute, die hochmotiviert in dieses Land kommen, die wirklich viel für dieses Land, die wirklich viel Respekt für dieses Land auch mitbringen. Also bei Spandau am Kraftwerk gibt es ein Erstunterbringungslager, heißen die. Im Containerdorf. Wirklich trostlos, weil ab vom Schuss
Und dort war eine Flüchtlingsprotestaktion. Ich habe da mit Leuten gesprochen aus Afghanistan. Der eine kam aus Afghanistan, der andere aus Syrien und ein dritter aus Palästina. Und diese drei Typen, mit denen ich dort aus dem Lager gesprochen habe, die haben das nicht verstanden, warum diese Flüchtlinge protestieren. Die haben gedacht, hey, warum schreien die gegen die Polizei? Die Polizei ist gut. Wenn ich hier eingebürgert bin, dann gehe ich, geh ich zur Polizei. Ja, dann gehe ich zur Polizei. Und dann habe ich gemeint, was ist schlecht? Ja, es gibt keine Deutschkurse. Wir treffen hier niemanden und wir können nicht selber kochen. Aber sie sagen, ey, aber alles klar, ey, Deutschland nimmt uns auf, cooles Land. Die sind 3 Monate maximal dort in diesem ersten Unterbringungslager und dann kommen sie in andere Lager. Das Problem ist einfach, dieser Zustand dauert 1 Jahr. Der dauert 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Und nach 3 Jahren sagst du nicht mehr, ja, Deutschland ist ein cooles Land, sondern sagst du, hey, wir halten uns hier im Knast. Das Ding ist, also da kann man ja sagen, die Unterbringung im Heim ist natürlich scheiße. Ich sage auch Nein zum Heim. Ich bin dafür, dass Asylsuchende in ganz normalen Wohnungen untergebracht werden. Und zwar verteilt inmitten der Gesellschaft. Und so machst du sehr viel Potenzial kaputt. Das waren gebildete Leute. Das sind die Leute, von denen immer gesprochen wird, irgendwie, ja, wir brauchen diese qualifizierten Zuwanderer. Die wollen studieren. Die würden hier wirklich einiges leisten für dieses Land. Deutschland mag die nicht. Und Deutschland hat einfach wirklich ein Problem, was nicht deutsch aussieht, wird einfach ausgegrenzt. Danke für das Gespräch. Gerne.